Ja, Freunde, damit willkommen zu einer weiteren Folge Scoom in der Primetime. Um 20 Uhr haben wir, Freunde, round über 10 Spieler online. Mal gucken, was abgeht hier. Ah, oh, Sonne. Sonne ist immer gut. Hallöchen. Hi. Uhu. Komm zu meinen Händen. Gut, die Meute meutert wieder. Man hört es deutlich. Deswegen müssen wir jetzt nochmal eben kurz die Waffensysteme checken, Leute. Boah, null, Alter. Ich habe null im Dings drin. Er geht gar nicht. Was ist hier denn los, ey? Ach, Leute, 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 Leute. Wo kommen wir denn nur hin? Ja, wir brauchen immer noch Punkte, ne? Das bedeutet, ja, müssen wir einen Player abschießen. Nützt ja nichts, ne? Wer ist denn da überhaupt online, Leute? Irrenhauschen, Eurovieh, der Butzel. Der Butzel. Ist doch neu, oder was? Wir haben ja 40, 60 Schuss. Über 60 Schuss. Haben wir zwei Türen hier? Ach, uff. Au, 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 au. Kuckuck. Oh, gleich wieder verdrückt. Kuckuck. Oder zwei? Ich höre noch einen. Komm ran hier. Kuckuck. Hier bin ich. Hey. Wo bist du denn hin? Wo geht der denn hin? Oder sein Kollege oder was? Könnte ich ja theoretisch eben looten, ne? Er läuft ja völlig weg. Kann ich mein Auto runterfahren oder was? Was mach ich denn jetzt? Ich habe drei Waffen, Mann. Das ist doch kacke jetzt hier. Oh, der ist weggelaufen. Was soll ich denn dazu sagen? Soll ich eine Knifte da draußen? Na, sowas war auch. Ja, Freunde, so schnell sind 60 Kugeln weg, da. Das gibt's auch gar nicht. Ich hätte echt gedacht, wir schaffen den hier mit vernünftigen Symptomen. Der müsste ja aber bald kaputt sein, ne? Ich meine, 60 Mal Schrot da drauf geschossen, Alter. Oh Mann! Ah, gleich 400 Punkte, sehr schön. Jawoll! Ey, oh! Endlich haben wir ihn platt gemacht. Leute! Jetzt sollen wir weiter nach unten. Das denke ich mal, das Loot. Achso, hier habe ich ja noch den Koffer. Miau. Aua. Tut weh. Bimmel. Oh, shit. Haarfnass hat mich erwischt, Leute. Wo war der? Mist. Der Lümmel. Oh, 40 Punkte weg. Ich hatte gerade 400. Verdammte Scheiße. Mann! Ah, ich raste aus. Ich kann doch nicht mal weglaufen, Alter. Das ist ja schrecklich, dieses Boxen, ne? Scheiße, der killt. Alter, der haut nicht gar nichts. Der kann weder weglaufen noch hauen. Das ist dumm. Und ein Punkt nur. Ich dachte, durch Boxen kriege ich voll viel Punkte oder sowas. Gar nichts, ne? Oh, das Auto steht noch. Aber wo war der Typ denn? Im Wald oder was? Ein Waldcamper? Oh, nicht noch ein Zombie, Alter. Mann, hätte er nicht mein Auto reparieren können. Oh, hier, der hat einen Kopf dahin gemacht, der Lümmel. Schnell zumachen. Oh, der hat mich geplündert. Zumachen! So, hier packe ich jetzt die Sachen hin. Mal gucken, was er mir gelassen hat, Alter. Leute. Ganz wichtig, meine Brille.
So ein übler Typ, war? So ein Kannibale oder sowas wahrscheinlich, ne? Aber er hat uns unsere Sachen gelassen, das ist doch schon mal Fairplay, Leute. Oder? Haben wir alles? Der Rucksack fehlt noch, ne? Wo ist denn der? Im anderen Raum. Ach, das Ding auch noch. Was liegt hier denn alles, Alter? Im anderen Raum noch? Ja. Schnuffeltuch noch! Was ist so, weil es ist auch nicht so kalt, ne? Ach, den Helm hat er mir wieder vom Kopf gerotzt, oder was? Handschuhchen nach? Boah, also echt, hier erstmal durchblicken, ne? Luidi. Sag mal, fliegen immer die Helme hier weg, Alter, wenn die einer schießen, oder was? Ist das so? Das ist immer Kopfschüsse, die man kriegt, wa? War eklig. Ja, ich glaube, mein Helm ist wieder weg, wa? Naja, ist halt so. Leben in der Lage. Ein schöner Zucker, ich bin mehr. Das ist ja mit das Schlimmste jetzt, Alter, dass der ganze Zucker wieder weg ist, ne? So ein Scheiß, Scheiß muss auch wieder. Ja, der macht den Haufen jetzt, Mann. Munition habe ich ja noch ein bisschen. Eine Bombe. Oh, mein scheiß Gürtel muss ich wieder neu machen, ne? Seht ihr, Leute, das Sterben ist gar nicht so schlimm hier bei mir auf dem Server. Alles nette Leute. Der Helm wurde wieder zerstört, weil ich da einen Kopfschuss vorgekriegt habe. Das ist wohl normal im Spiel jetzt. Ansonsten haben wir uns kurz erschrocken, haben 50 Punkte verloren. Wovon er 40 Punkte bekommen hat. Und die hat er ja auch verdient, weil er hat uns halt erwischt, ne? Sorry, das nervt mich, aber diese Viecher hier, diese dreckigen. Mein Gott, nochmal. Scheiß Viehzeug, ey. Mist, dass er mich gerade da erschossen hat. Hätte das nicht vorher sein können, bevor ich den Zucker gegessen habe, meinetwegen. Oder etwas später, bis ich den verdaut habe. Aber harf, narf. Wo ist der denn jetzt? Welcher Platz? Ja, durch 6 ist er hier, ne? Boah, das ist hier natürlich platt. Jeder ist ja übel, übel. Sprach das Dübel. Der mich jetzt gekriegt hat, ne? Gerade in meiner Zuckerperiode, Alter. Frechheit. Er hat aber nichts geschrieben, ne? Ein stiller Killer ist das. Lena hat auch aufgeholt. Guck mal, Leute. 20. Die war irgendwie hier unten im 30er-Bereich. Wem haben wir noch? Butzelbärchen. Ganz neu. Gleich wieder hochgeschossen. Leute, wie machen die denn das? Eurovieh. Ja, ist klar. Kommen wir direkt auf 9. Ab 900 Punkte gibt es eine Trophäe, Leute. Das habe ich auch gelesen. Ab 900 Ruhmpunkte. Dann kriegt ihr einen so ein Dings da unten. Da, so ein Gedöns. Hast du Angst, ne? Hast du Angst, ne? Naja, gut. Der Rückenwind durch seine anderen 4-5 Leute da. Dem passiert gar nichts. Die haben bestimmt schon irgendwo eine Burg gebaut, aber ich weiß nicht wo, Alter. Habt ihr Glück. Ich hätte dich schon angegriffen, glaube ich. Wenn ich wüsste, wo ihr wohnt. Da ist die nächste Stadt. Ich glaube, Leute, dass ich da ein Auto versteckt habe. Ich hoffe, das hat von euch noch keiner gefunden. Von dir? Natürlich. Ich zitter schon, wenn ich nur was von dir lese. Gut so. So muss das sein. Hier, das könnte man auch mal irgendwie einnehmen, ne? Die ganzen Häuser da, Alter. So, warum soll man nur ein Haus nehmen, wenn man eine ganze Stadt einnehmen kann? Mal ehrlich. Ein Haus nach dem anderen nimmst du denn ein? Ich habe sogar einen Turm dann. Gibt's da überhaupt eine Garage? Ich glaube, da gab es nicht eine Garage da drüben, ne? Oh, echt, ey. Hallo, Droni! Na, du süße Schnote, du. Allerdings war... Frechheit, das habe ich gleich gesehen. Ich knall euch direkt. Ja, ist jetzt gut oder was? Du verscheuchst mir die Grasmücken. Bin ich ja nicht nass? Sieht so nass aus. Machen wir einen Check. Oh, tatsächlich. Warum bin ich denn nass? Bin ich irgendwie im Sumpf gelandet eben oder was?
Sweet ist er ja. Ey, ey. Vor allen Dingen, das sind ja auch noch meine Mitglieder, ne, ihr Lümmels. Beide hier im Rummeutern. Geht gar nicht. Direkt geknallt hier. Und da, Leute, bei dem da habe ich auch ein Auto gefunden. Da stand er nämlich. Da war, glaube ich, mein Schwarzer, ey. Da war, glaube ich, mein Schwarzer. Warte, ich hatte einen silbernen, ne? Dann bin ich hier hingefahren. Hab den getauscht mit den Schwarzen. Das habe ich nicht gezeigt. Das habe ich heimlich gemacht. Ah, den silbernen hatte ich da gepackt. Den hat die Psychobiene gekriegt. Dann ist silbern, der silberne ist weg, okay. Dann habe ich dort in der Stadt, nur mal für die Leute, die ein Auto suchen, ne? Ich bin ja kein Arschi. Da stand genau hier vorne, ja, mit der Tarnung, dieser grüne, grün-weiß oder was es da für ein Auto war. Dieser Tarn-Dings, den ich da auch noch habe. Aber ich weiß nicht, wo ich den jetzt habe. Boah, guck mal, wenn ich zoome, Alter, der ist sofort kaputt, der Typ, ey. Als ob ich das schwerste Gewehr hätte. Echt jetzt? Fast 8 Kilo. Was sind meine Hanteln? Wo sind die? Eine Scheibe 2,55. 5 plus Stange. Okay, dann wenn ich das die ganze Zeit so halte. Oh, das ist aber schwer. Wieso ist denn das Gewehr so schwer, Alter? Geh jetzt zum Drop B2. Genau. Hätte ich auch gemacht. Der ist ja gleich da unten, ne? Ich such die Behausung Irrenhaus. Meine Tasten sind voller Bomben. Bomberman. Das Blöde beim Bluffen ist, dass jeder im Video sehen kann, dass es nicht so ist. Aber dann wäre es ja auch kein Bluff. Egal. Hier, ich wohne hier, wo ich winke. Stell mal vor, der winkt den gleich da irgendwo beim... Und ich würde ihn wirklich winken sehen, Alter. Ja, hier habe ich irgendwo ein Auto versteckt. Lieferservice, ich hätte mir auch so wieder geholt, abgeholt. Achso, die Bomben. Ja, klar. LOL. Lesen kann, ist klar im Vorteil. So, ich brauche noch einen Bewegungssensor. Jetzt komm. Mensch. Was ist das? Steuerung. Aktivkohle will ich nicht. Und hier, genau hier stand auch ein Auto, Leute. So als Tippi-Tipp. Was ich mir gebunkert habe. Platschi ist doch bekannt, wo du wohnst. Wer wohnt? Wo wohnt er denn? Nein! Das wurde geklaut. Aha. Ja, Schweine. Ich schreibe mit AI. Schweine. Ja. Ich weiß nicht, ob du mein Video siehst, derjenige, der es geklaut hat. Aber wenn du hier drin Polizeiwagen gefunden hast, dann habe ich den da reserviert. Für mich. Genau für solche Tage wie heute. Du. Und ich habe natürlich nicht abgeschlossen, weil ich kann mir das Ding nicht claimen. Alter, das ist zu teuer, Mann. Ich habe ja jetzt erst 300 Punkte. Ich nicht. Mag kein Pickup. Nee, das war leider kein Pickup. Es war ein Polizeiauto. Toll, jetzt kann ich doch mein Pickup wieder suchen, Alter. Alle Ersatzautos sind irgendwie weg. Verschwunden. Wollen wir den Draht nochmal gucken? Ja, der müsste jetzt gelandet sein, oder? Vielleicht ist dann ja noch ein Spieler da, den ich die Punkte klauen kann. Muss aber einer von den Top 10 sein. Gibt es mehr Punkte da hinten? Oh. Au. Die sind immer wie Steine, diese scheiß... Diese Heuhaufen sind echt wie Steine, Leute. Man kann aus der Safe Zone rausgucken, ob da ein Player ist. Das ist schon mal richtig gut. Ist doch zu, ne, oder? Ah, das ist Zombie.
64 Punkte. Es ist ein Crafting-Container, Mann. Ja, gönnen wir uns, oder? Mann, was willst du denn, Alter? Scheiße. Oh, da kommt die Alte hier reingelaufen, Mann. Happy, hast du die Nase voll und hier endlich eine Garage geklemmt? Wo weißt du das denn, ey? Das ist ja gruselig, Alter. Okay, irgendwie ein Aimbot, irgendwie so ein Bot auf dem Rechner und der hört mich die ganze Zeit, Alter? Oder was ist das? Du machst mir Angst. Ach so. Er hat gesehen hier wegen den Punkten, ne? Ja, ich bin raus bei den Losern, Alter. Scarface. Bei den Losern. Gleich bei Scarface und dreimal A, ja genau. Ja, habe ich. Dass die Leute so auf die Punkte achten, voll gruselig, ne? Man fühlt sich ja voll beobachtet, Alter. Als ob der direkt irgendwo hier alles komplett sieht und hört, ne? Obwohl das gar nicht geht, aber... Es sind dir die Ruhmpunkte, Alter. Da darauf geachtet. Natürlich, Mensch. Ich denke schon hier. Das Übernatürliche an irgendein Virus auf meinen Rechner. So, das war doch schon mal gut. Oh, dann muss ich mal Werkzeug putzen für eine Shopping-Tour. Ist eh nichts drin, ne? Ein Autochen braucht er doch nicht. Ist eh kaputt. Voll im Eimer. Was läuft da hinten? Ziegenbock oder was? Er läuft in die Safe Zone. Kann ich dein Tier eigentlich zerfetzen, Alter, in der Safe Zone? Das geht, glaube ich, ne? Ach, müsste gehen, ja. Zombies kann ich auch killen. Den werde ich spenden, lol. Freundchen, ich werde eure Butze finden und in Flammen wird die aufgehen. Aber zunächst suche ich meine Ersatzautos. Das Ding ist, Leute, wenn mich hier Kugeln treffen, ne, dann fliegt der Wagen in die Luft und ich bin sofort tot. Instant. Deswegen, das ist der Hintergrund, warum ich einen Ersatzwagen langsam brauche, weil der hält nicht viel aus, ne? Hier sind immer noch alle Dinge offen. Da ist eine Munitionsmaschine. Aber man müsste eigentlich hier irgendwo wohnen, weißt du? Warte mal, ich habe ich alles. Habe ich irgendwie was da zum Kräften, Alter? Dann könnte ich mir mal eben ein Bündel Munition machen, oder? Oh, ist das laut, ey, voll übertrieben. Ich habe kein Metall, ne? Ah, das sind 5 Schuss, ein so ein Metallding. Also das darf man jetzt nicht hier, ne? Unterschätzen, Alter. Pulverdings hier, ja. Das ist doch alles, was ich brauche hier, ne? Noch irgendwas? Wenn ich die Maschine gerade hier sehe, weißt du? Oh, wieso geht's nicht? Was fehlt wieder? Oh, dieser bekloppte Werkzeugkoffer. Habe ich den nicht? Oh, vielleicht hier einer drin, ne? Oh. Immerhin hier so was noch mal. Da ist er doch. Mann, was willst du denn von mir? Wieso ist das Huhn jetzt da? Das liege Huhn ist auf einmal in der Tasche aufgetaucht. Wo ist mein Koffer jetzt geblieben, du Knaller?
Wo hat er den denn jetzt hingemacht, Leute? Ich werd wahnsinnig, ey. Sag mal, ich leide auch nur unter diesen Bugs hier, ne? Ist der hier irgendwo hingeflogen jetzt, oder was? Scheiße jetzt. Warte mal, ich lock mal aus und wieder ein, ne? Stimmt da wieder irgendwas nicht hier? Kacke. Kommt auf einmal ein Huhn, Alter. Wollte ich gerade den Werkzeugkoffer da reingelegt. Der Koffer jetzt hier irgendwo aufgetaucht? Ah, da ist er wieder. Guck mal. Oh, die Tasche. Ich traue mich da gar nicht mehr reinzulegen. Warte, ich nehme die hier. Klingt zwei auf dem Boden. Wo kommt der denn jetzt her? Warte mal, den mache ich mal dahin. Den nehme ich in die Hand. Das ist irgendwie. Ja. Also irgendwie. Bombe kann ich auch machen, Mann. Soll ich noch eine davon machen? Ja, warum nicht? Dann haben wir drei, ne? So, Munition. Was hat er ihm gepiept? Muss der schon wieder auf Klo, oder was? Action fail, wieso das denn? Ist das doof, oder was? Ich dachte, jetzt drei Koffer, wo was ist das denn, ey? Also... Die Koffer vermehren sich hier, Leute. Finde ich gut, aber... Irgendwie ist auch gruselig. Was ist das jetzt hier? Wieso geht der denn? Dem hatte ich doch drei, jetzt habe ich nur noch einen hier, oder was? Hä? Irgendwie was ist doch nicht richtig, Leute. Ihr wusst, das wird wieder eine komische Folge werden. Warte mal, welche Munition brauche ich denn jetzt? Diese andere brauche ich, ne? Ja gut, die aber auch. Oh, zeig's mir noch mal vernünftig an, Spiel. Action failed. Ganz toll, herzlichen Glückwunsch. Nimm mal den anderen Koffer bitte. Okay, jetzt scheint er was zu machen, oder? Hey, wo ist denn diese Geisterbox jetzt hier? Ist der Scheiß hier dort? Ich bin noch in der Hand, ne? Drecksgeisterdinger, ey. Die sind ja immer noch in der Hand, Leute, Alter. Der kann den noch nicht mal wegwerfen, ey. Was ist denn hier wieder los, Mann? Hilfe! Ich bin der Toolbox-Man! Ich boxe euch mit der Toolbox. Wieso passieren mir denn immer solche Dinge hier? Ich verstehe es nicht. Warte mal, was ist denn jetzt hier? Nimm doch mal das Ding, du Blödmann, ey. Geklappt. Noch ein Ding hier. Mann, 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 Mann. Ich habe schon wieder das Falsche genommen. Was soll denn das? Jetzt macht er gleich den weg und nimmt den wieder. Pass auf. Ja, klar, ey. Was soll denn das immer, ey? Oh, wo machst du es denn hin? Männer! Scum macht mich manchmal echt fertig. Okay, das kommt da rein. Das hier rein. Das war's. Hast du den jetzt in der Hand, ne? Nö. Ist jetzt hier. Das ist der richtige und nicht der Geistercontainer, ne? Junge, Junge, ey, ich hab hier Probleme, aber Leute, oder was sagt ihr denn dazu, Mann? Wo sind wir, wo sind wir? Rechts, da ist ein Drop. Da links ist die Stadt, ne?
Oh, jawohl, 3 Whiskel. Dankeschön, Könnerlevel. Juhu. Boah, das wurde auch Zeit jetzt hier, Alter. So quäle ich mich hier so ab. Ey, guck mal, da hört sich die Karre noch gleich viel besser an, ne? Oh, aber reparieren kann ich trotzdem dadurch nicht, oder? Ich glaube, ab jetzt hat er wirklich weniger Probleme mit dem Auto. Ich hoffe. Da ist schon wieder ein Typ. Habt ihr gesehen? Das ist schon wieder dieser Hafnarf, oder wie der heißt, ne? Der killt hier bestimmt heimlich und macht die Köpfe dann ein, der Schweinebacke, die. Ist das schon die Stadt hier, oder was? Tatsächlich, warte mal. Ah, ich glaube, das war das erste Auto. Oh, das wird weg sein. Das war, glaube ich, hier drin, oder? Mal gucken. Klar, das war bestimmt hier, Alter. Das war gleich das allererste Auto, was ich mal versteckt habe, ne? Kann das sein? Bild aufmachen hier. Ja, naja, gut, nicht wirklich. Das könnte noch ein bisschen woanders sein. Moment. Das könnte dort im Wald irgendwo sein, Leute. Wenn ich richtig fotografiert habe, kann ja auch aber falsch fotografiert haben, keine Ahnung. Jetzt finden wir 1000 Ringe auf einmal, ich brauche die schon gar nicht mehr. Brauchen wir diese Bewegungssensoren. Ich laufe mal eben zu Fuß. Gucken wir, ob hier irgendwas steht. Wahrscheinlich ist hier irgendwie ein Auto geparkt worden, Leute. Also hundertprozentig kann man sich ja auch mal nicht dran erinnern. Wisst ihr, wie ich meine? Weil das ist einfach zu viel des Guten ist. Deswegen mache ich ja schon immer Fotos, weil sonst wird es gar nicht wiederfinden, die ganze Krütze, ey. Hier sind Büsche. Also es kann sein, dass hier wirklich mal was stand, aber das haben bestimmt den Spieler schon geraubt, ne? Das ist das Ding, ey. Das kann auch schon weg sein, Leute. Kann ich echt froh sein, dass ich mein Auto noch habe, Leute. Ohne Scheiß. Also echt, wenn alle anderen geklaut worden sind, die ich jemals hatte. Oh, der hat schon wieder Hydro und alles. Ist schlecht hier bei ihm, Alter. Ja, Droni ist auch wieder da. Nee, von der Karte her ist das nicht da. Also wenn ich genau dann fotografiert habe, wo ich da bei dem Auto stand, bei dem Versteck, dann müsste das theoretisch hier so diese Seite irgendwie sein, glaube ich. Nehmen Lucky Lucky. Unterhalb der weißen Straße, doch genau, ja, und dann weiter nach vorne. Kann man ja wieder auffüllen, die Flasche, Leute. Also an dieser schrägen, hier sind ja Büsche, aber hier ist kein Auto und nix. Vielleicht hier irgendwo drin oder da. Aber das wird wohl weg sein, wa? Shit. Hier wahrscheinlich, ne? Kann gut sein, dass das hier stand. Algen Grütze, Mann. Das ist jedenfalls weg. Ich denke mal, ich hätte dein Auto irgendwie gesehen, ne? Da müssen wir echt vorsichtig fahren mit meinem Autochen, Leute. Das darf auch nicht geklaut werden, wenn das der einzige Wagen ist, den ich jetzt nur noch habe. Das ist natürlich scheiße, ne?
Mach ihn jetzt. Vor allem bei der Ausdauer von meinem Typ da, Alter. Da kommst du ja keine 10 Meter, kannst du laufen, ohne dass er das Schnaufen anfängt. Quasi auseinanderfällt. Wo war denn der Brunnen? Ich hab da irgendwann einen gesehen. Ja. Warte, da vorne ist noch einer. Nochmal eben auffüllen. Ja, Freunde. Auf jeden Fall wieder eine komische, verrückte Folge irgendwie, ne? Spieler habe ich jetzt keinen gesehen, nur die Kugel vom Spieler. Und ich mache jetzt die Flasche voll, wenn das funktionieren würde. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, morgen wieder.